Jetzt bin ich ja noch in. Ich grad, man sollte nicht auf Baustellen bloggen und mit Flipflops schon dreimal nicht. Aber trotzdem erstmal herzlich willkommen zum Monacoi-Vlog. Ja, kennen Sie den Teich noch? Sie müssten ihn eigentlich kennen. Wir waren schon öfters zum Bloggen hier und wir waren vor 3 Jahren, 4 Jahren, wir sind uns gerade gar nicht mehr sicher, waren wir zum ersten Mal da. Und da war der Teich auch gerade im Bau, hat so ein bisschen ein paar grundlegende Fehler damals gehabt. Bonnie, also der Teich gehört Bonnie und Kevin. Bonnie hat mir das auch nie so richtig verziehen, was ich damals gesagt habe. So erst der Bau, dann die Planung und dann ist so ein bisschen das Wasser am Filter hier, Bürstenfilter und danach Biologie. Ist das Wasser ungefiltert an der Biologie vorbeigeflossen und so. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine tolle Anlage geworden. Sie sind sehr zufrieden. Sie sind immer noch mit dem Bau beschäftigt, weil Kevin und Bonnie oder Bonnie und Kevin, man nennt ja die Dame zuerst, die haben nicht nur hier den Teich gebaut, sondern sie haben auch gleichzeitig ihr ganzes Haus umgebaut und machen das alles selber. Beide, also sie und er, handwerklich äußerst begabt. Und sie haben vor allem eins, überhaupt keine Eile, das ist deren Hobby. Und sie sagen einfach, das Ganze geht Schritt für Schritt. So, der Koi-Teich ist aber fertig, die Koi sind drin, die Koi sind auf Wachstum gehalten. Und das Erste, was gerade vorher Kevin gesagt hat, er würde sich nie wieder was anderes als einen Bürstenfilter bauen. Er sagt, die Wasserqualität ist ihm mehr als ausreichend. Also er ist top zufrieden. Bonnie hat gesagt, ja, das Wasser könnte manchmal ein bisschen klarer sein, aber das ist einfach das Problem, was dieses Jahr auch wieder viele Teiche haben. Die Koi fressen Algen weg, sie schlucken sie nicht runter, sie spucken sie aus. Man hat viele Algenflusen, durch die Belüftung werden sie aufgewühlt. Man hat nicht eine Teichform, die jetzt von der Strömung optimal ist, dass der Schmutz auch tatsächlich schnell zum Bodenablauf geht. Und viele von diesen Algenfetzen sind auch in Schwebe, von daher alles gut. Also mir würde das Wasser mehr als genügen. Und man darf auch Wasser tatsächlich nicht von mittags um 12 bis abends ins Bett gehen beurteilen, sondern man muss die tatsächliche Wasserqualität, die guter Filter arbeitet, das sieht man morgens, wenn man mal die ganze Nacht Zeit hatte, sich vom Schmutz des vorangegangenen Tages zu befreien. So. Was Kevin gesagt hat, was natürlich ein Argument ist, er sagt, wenn ich einen Bürstenfilter habe, dann bin ich Herr der Lage. Ich kann entscheiden, wann ich es mache. Wenn ich an diesem Samstag keine Lust habe, kann ich es auch noch am nächsten Samstag machen. Bei den Trommelfiltern und vielen anderen Filtern, da ist es so, man ist immer in so einer scheinbaren Ruhe. Und wenn aber der Filter sagt, jetzt brauche ich deine Maintenance, jetzt brauche ich deine Unterstützung, deine Wartung, dann muss ich da sein. Also dann muss ich wirklich da sein. Nicht nur im übertragenen Sinne, sondern auch physisch, dass ich dann gucke, dass die Anlage wieder zum Laufen kommen. Also, das ist sicherlich einer der großen Vorteile. Das Schöne heute ist, heute sehen wir jetzt mal, wie ein Wasser von einem Bürstenfilterteich aussieht, kurz nachdem die Bürsten gereinigt wurden, weil zwischen meiner Frau und Bonnie gab es ein kleines Kommunikationsproblem. Bonnie dachte, ich komme am 17.8., jetzt ist aber der 17.7. und tatsächlich, da war ein kleiner Zahlendreher drin, Fehler unsererseits. Jetzt haben jetzt waren gerade zufällig beide da, ist unter der Woche mittags und als sie mich gesehen haben, Bonnie stand mit 2 Handschuhen, so Arbeitshandschuhen, da und sagte, Martin, du, wir haben dich erst in einem Monat erwartet, jetzt ist der Rasen nicht gemäht, wir haben heute der Filter geputzt, der Teich ist nicht schön, du willst doch hoffentlich nicht bloggen, sag ich doch. Also, das mache ich hiermit und jetzt sehen wir auch tatsächlich mal, wie es aussieht, wenn das alles ganz ungeschönt ist, so richtig real, so wie es gehört, da lacht die Bonnie. Und nachher gucken wir uns auch noch einen Filter an, weil der ist jetzt auch schon 3 Jahre am Laufen. So, hier ist die Schule. Ups, jetzt sind sie ein bisschen erschrocken. Also ich kann eins hier attestieren, die Koi sind wahnsinnig gewachsen. Also viele Zweijährige aus unseren Auktionen, die hier wirklich richtig groß geworden sind, 65, 70 Zentimeter, sind schon etliche dabei. Und das Allerwichtigste, die Koi sind allesamt gesund. Also nichts, wo ich sagen würde, man braucht jetzt einen Tierarzt oder sonst irgendwas. Es hat tatsächlich heute eine leichte Trübung, das Wasser. Aber wer einen Bürstenfilter hat, der weiß, wenn man die Bürsten spült, dann bleibt da natürlich immer so ein gewisser Restschmutz drin. Und der wird erstmal ins Wasser gespült. Und dann geht's weiter. Die Flachwasserzone wird von den Koi gern angenommen. Warum? Hat einen ganz einfachen Grund. Weil hier kommt das warme Wasser raus von diesem Solarschlauch. Kevin hat es mit einem Wort gesagt, sieht scheiße aus, aber hat einen irrsinnigen Effekt. Und hier ist das ganze Dach voll. Und damit kann man natürlich so einen Teich
in eine Koi-Badewanne umfunktionieren. Wie viel Grad hat das Wasser momentan? 23 Grad. Ist jetzt nicht mal so übertrieben viel. Aber wer Flachwasserzonen hat und warmes Wasser, der weiß, die Koi lieben es. Was hier wirklich ganz geil ist, also wie gesagt, das Projekt schreitet jetzt wirklich nicht so voran, dass ich sagen würde, galoppierend, ja. Aber das, was gemacht wird, wird richtig gut gemacht, wird ordentlich gemacht. Also hier hinten, das haben wir auch noch nicht gesehen, der kleine Japangarten, der da im Entstehen ist. Dieses Jahr sollen hier noch die Platten gelegt werden. Aber hier hinten, das ist richtig, richtig schick und richtig schön gemacht. Und vor allem handwerklich einwandfrei, weil das ist ja ab und an dann doch immer das Problem der Hobbyhandwerker. Dann macht man mal und denkt, man weiß, wie es geht, wenn man dann da mal macht. Und am Schluss macht man es aber dann zweimal oder beim zweiten Mal macht es jemand, der es kann. Aber das sieht handwerklich schon alles sehr vernünftig aus. Was er gesagt hat, Kevin, dass er hier das Filterdeck, das ist eins der nächsten Dinge, die er in Angriff nimmt. Da hat er ein günstiges Holz verwendet und das bereut man dann in der Regel, weil das spreißelt einmal auf und dann ist es einfach nicht mehr schön, dann verzieht es sich und da will er sich irgendwas Hydraulisches hinbasteln. So. Das war jetzt Bonnies und Kevins Teich. Und im nächsten Block schauen wir uns den Filter an. Machen Sie es gut. Vielen Dank für Ihr Interesse und schauen Sie mal wieder rein.